Herzlich willkommen in meiner Kabine hier an Bord der MSC Sea View. Ich wohne in einer Deluxe-Balkonkabine Aurea, also die Aurea-Erlebniswelt. Was das heißt, das erfahren wir in diesem Video. Ich bin euer Kreuzfahrturlauber Fabian und gemeinsam mit dem Kreuzfahrtstudio sind wir gerne euer Ansprechpartner rund um Beratung und Buchung für eure Kreuzfahrten. Meldet euch also gerne bei uns und wir vermitteln euch gerne diese schöne Kabine oder natürlich auch ganz viele andere. Jetzt aber erstmal zu der Deluxe-Balkonkabine Aurea. Aurea-Erlebniswelt beinhaltet einige weitere Vorteile. Dazu zum Ende des Videos noch mal mehr. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal diese Kabine an. 17 Quadratmeter Wohn- und Schlafraum und 9 Quadratmeter draußen auf der Veranda. Viel Spaß! Und beginnen wir doch direkt den Rundgang einmal hier im Eingangsbereich. Wenn man die Kabinentür hineinkommt, so das typische Erscheinungsbild einer MSC-Balkonkabine, wie ich finde. Zunächst einmal das Bett, das Sofa dort hinten, Schreibtisch gegenüber. Grün ist hier so das Motto. Der Teppichboden, das Sofa hier auch am Bett, grün, ist auf jeden Fall sehr prägnant und macht ja auch eine Wohlfühlfarbe hier oder ein Wohlfühlambiente. Grün ist ja bekanntlich auch die Farbe der Hoffnung. So, beginnen wir jetzt einmal mit dem Bad. Das ist nämlich auch schick, modern, hell auf jeden Fall, mit angenehmem Boden, wie ich finde. Also nicht so die typischen Badfliesen, so die kleinen Mosaikfliesen, wie man es früher öfter verbaut hatte, sondern eher größere, modernere Fliesen. Eine große Glasdusche. Ja, gut, groß, ausreichend groß, würde ich sagen. Standardformat. Auf jeden Fall so, dass man gut reinpasst und drin duschen kann. Das ist hier schick gemacht, finde ich, so in die Ecke eingelassen mit einer besonderen Form des Waschbeckens. Ablagefläche vorhanden, WC selbstverständlich auch. Ja, Pflegeprodukte, Showergel und Shampoo und die Seife, alles vorhanden, was man benötigt. Hier befindet sich die Steuerung der Klimaanlage, nichts Außergewöhnliches an der Stelle. Und dann machen wir direkt mal weiter mit dem dem Schlafbereich. Denn hier befindet sich dann das Doppelbett. Das kann man auseinanderstellen, denn die Nachttische hier, die sind beweglich. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich habe noch gar nicht geschaut, noch nicht geguckt. Ich glaube, USB-Steckdosen, die gibt es jetzt hier nicht. Okay, also das Schiff ist aus dem Jahr 2018. Entsprechend hat man das damals dann noch nicht verbaut. Hier einmal der Schrank. Ganz oben ein Tresor, ein bisschen Ablagefläche zur Aurea. Kategorie gehört dann eben auch dazu, dass sich Bademäntel und Slipper hier in der Kabine befinden. Das ist ganz praktisch soweit und dann kann man den Schrank dann zur anderen Seite auch nochmal öffnen. Ja, ist jetzt nicht für eine Weltreise konzipiert hier der Schrankraum, aber ich denke, für die meisten Reisen, die ja in der Regel eine Woche gehen, sollte das durchaus passen und ausreichend sein. Das gerade schon angesprochene Bett dann hier, sehr prägnant natürlich in der Mitte, hier zum Koffer auspacken mit dem großen MSC-Logo drauf. Ah, hier haben wir jetzt auch den USB-Slot, also eine USB-Steckdose des klassischen Typs, also USB-A, dann auf der rechten Seite hier vom Bett. Ja, müsst ihr gucken, wenn ihr zu zweit seid, wer bekommt die Seite mit der USB-Steckdose, wenn euch das überhaupt wichtig ist. Vielen ist es ja auch gar nicht so wichtig, das Handy am Bett laden zu können. Darüber hinaus dann hier das Sofa, ja, ordentliche Größe und gegenüber dann der Schreibtisch, auf jeden Fall auch groß. Der Hocker jetzt sicherlich nicht der bequemste, eher ein Designstück als bequem, wobei man kann den halt auch als Tisch verwenden. Das ist dann sicherlich ganz praktisch, da man ja hier auch einen Kabinenservice im Preis enthalten hat, 24 Stunden. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt und man nicht draußen essen kann, dann macht das sicherlich Sinn, das Ganze hier einzunehmen. Entsprechend ist das gar nicht so blöd. Also wenn er auch nicht bequem ist, aber man kann ja auch auf dem Sofa sitzen, da hat man dann ja auch die Möglichkeit. Hier ist der Föhn in dieser Schublade. Die Minibar befindet sich hier auch. Gucken wir mal rein. Die ist natürlich nicht im Reisepreis enthalten hier in der Aurea-Kabine. Gut ausgestattet ist sie aber definitiv. Und die Preise, die befinden sich dann hier in der Preisliste. Das ist der große Spiegel. Spiegel sind ja bei MSC sowieso sehr beliebt. Eis wird gebracht, wenn man möchte. Und Telefon gibt es. Hier sind dann nochmal weitere Steckdosen. Schauen wir mal kurz, was es hier gibt. Zweimal USB, zwei internationale und zwei europäische Steckdosen sind dann hier auch nochmal vorhanden. Ja, das soweit zum Innenbereich. Der Vorhang zum Abdunkeln. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight dieser Aurea oder Deluxe Balkonkabine Aurea, denn der Balkon, der ist überdurchschnittlich groß mit 9 Quadratmetern. So groß, dass genügend Platz ist, um noch zwei Sonnenliegen unterzubringen. Das ist hier auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich würde sagen, so die Hälfte ist überdacht, die andere Hälfte ist dann unter freiem Himmel. Wenn die Sonne jetzt so schräg steht wie jetzt, hat das eben auch die Situation oder bringt es die Situation hervor, dass jetzt nicht ganz so viel Schatten ist hier, aber das ändert sich natürlich im Laufe des Tages, wenn das Schiff dann weiterfährt oder den Kurs ändert vor allem. Hier befinden sich jetzt noch zwei Stühle mit einem Hocker in der Mitte.
sodass man bei schönem Wetter auch draußen essen kann, wenn man hier den Kabinenservice bestellt. Und dann sehen wir hier, der Boardwalk, der befindet sich jetzt hier direkt vor meiner Kabine. Ja, hier schaut man so ein bisschen auf den Whirlpool, sieht jetzt einladend aus bei dem Wetter. Das ist hier Bug, also der Blick in Richtung Fahrt. Und hier haben wir einmal den Blick nach hinten. Wenn wir jetzt nach oben schauen, fällt auf, okay, es ist relativ einsehbar. Das liegt einfach daran, dass dieser Balkon deutlich größer ist. Das ist jetzt so das Standardmaß der Balkonkabinen. Und das ist eben jetzt hier die Größe der Aurea-Kabine. Hat dann den Vorteil, dass man mehr Platz hat. Den Nachteil wiederum, dass man von oben gesehen werden kann, wenn man zur Reling vortritt. Wenn man hier steht, wo ich mich jetzt befinde, dann natürlich nicht. Also wenn man morgens mal schnell rausgucken möchte bei der Hafeneinfahrt oder so, und ja, man vielleicht noch keinen Bademantel oder so anhat, je nachdem, was man gerade so an Kleidung trägt, würde ich empfehlen, nur bis hier hinzugehen und nicht weiter an der Stelle. Aber das erklärt sich, denke ich mal, von selbst. Ja, das war soweit die Kabine für euch einmal im Detail. Und ja, denke ich mal, kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen hier an Bord der MSC Sea View. Das war die Deluxe-Balkonkabine der Erlebniswelt Aurea für euch im Rundgang. Ihr seht, eine schöne Kabine, in der man sich tatsächlich sehr gut wohlfühlen kann, insbesondere auch auf dem Balkon, wenn man dann schönes Wetter hat, wenn es im Sommer nicht zu heiß ist und die Sonne voll drauf scheint, ansonsten aber sehr schön. Und darüber hinaus gibt es einige Vorteile als Gast der Aurea-Erlebniswelt. Zum Beispiel oben das exklusive Top 19 Sonnendeck, wo dann eben nur Aurea-Gäste hin können oder dann andere Gäste auch gegen Zuzahlungen. Es gibt das My Time Dine oder My Choice Dining, also man kann dann kommen, wann man möchte, zum Abendessen. Man hat keine festgelegte Tischzeit. Man hat den Bademantel, die Slipper hier an Bord. Man kann sich die Kabine der Kategorie genau auswählen vor Buchung und einen 24-Stunden-Kabinenservice etc. Es gibt einige Vorteile, die man als Aurea-Gast dann hier hat, und das ebenso als kleine Info noch nebenbei zu diesem Video hier. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio. Wir sind die Kreuzfahrtexperten für euch und beraten und vermitteln eure nächste Kreuzfahrt sehr gerne. Also unten mal schauen in der Videobeschreibung die Website, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme. Und ansonsten abonniert natürlich hier gerne den Kanal für weitere Videos. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.